Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Pikachu. Und ich sollte vielleicht die Toneinstellungen wieder auf Let's Go Pikachu einstellen, nicht wahr? Und nicht so sehr auf Assassin's Creed. Ja, ihr seht vielleicht, ich habe Benkei ein bisschen trainiert. Der entwickelt sich auf Level 26, deswegen habe ich die Entwicklung jetzt immer abgebrochen. Die anderen habe ich jetzt trainiert. Ich habe sonst noch Duflor, also Myrap habe ich zu Duflor entwickelt durch das Training und ja. Alle anderen Teammitglieder sind jetzt auf Level 30. Das ist X-Drago, da ist der normale Drago. Pikachu ist auf 34. Und Benkei ist kurz vorm letzten Level, dann ist er auf Level 30 und dann entwickelt er sich. Das wollte ich auch mit euch zusammen machen. Dann besorgen wir uns für den noch ganz viel Bonbons, füttern den mit ganz viel Spezialangriffsboosten, Bonbons. Hoffe ich doch einfach mal. Und dann. Ja. Also, ihr seht, das ist 33, 34. Viech, welche ich gefangen habe. Level 30 für Benkei. Und so Billy Cut ist auch auf einem guten Level. Weiß im Notfall können wir den auch einsetzen. Und jetzt seht ihr die Entwicklung. Willkommen im Team Hypno. Bam, 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 bam. Okay, der Pokédex-Eintrag ist sehr harmlos. Hypno hat. Das 33. Traumato ist es. Hypno hat sehr viele creepy Pokédex-Einträge. Also, falls es euch interessiert, dazu gibt es ganze Videos und Artikel und was weiß ich noch alles. So, jetzt sehen wir mal einen Bericht. Schauen uns mal die Werte an. Boom! Guck mal, schon kann man das im Kampf benutzen. 60 Angriffswert, 66er Spezialangriffswert hierbei. Lotus Casino, Pikachu natürlich overpowered bis zum geht nicht mehr. Drago auch ungefähr 60 bei Angriff. Der auch sehr viel defensiver zum Billy Cup. Ganz okay bei den Werten. Leider ein Scheißwesen, ist aber auch nicht zum Kämpfen da. Und ja, defensiv ist der recht gut ausgestattet jetzt, vor allem bei der Spezialverteidigung. Und ja, genau. Zack. Das ist jetzt das neue Team, mit dem wir durch die Diktahöhle latschen werden. Ich habe auch gerade inzwischen schon so ziemlich alle Superbälle verballert, die wir hatten. Also, noch nicht alle, aber viele. Ich bin schwer beeindruckt. Dick, dass sie diesen langen Tunnel gegraben haben. Und die Leiter haben sie auch hingestellt. Klar. Dich, haben wir dich schon? Ich glaube ja. Dick haben wir aber noch nicht. Da, der wird super schwer zu fangen. Gib die Hände, Bäre hin. Gib ihn zu fressen. Einfach fabelhaft. Was? Das ist unglaublich. Und das drin und bleiben. Oh. Geringere Fangchance, aber er bleibt drin. So läuft es bei mir immer. Level 35 für Pikachu. Ach ja, wir wollten dem noch die ganzen Bonbons zu futtern geben. Stimmt ja. Deswegen haben wir jetzt die ganze Zeit Tomatos gefangen. Keine Sorge, das machen wir mit den anderen auch. Ich laufe dann immer rum und fange halt das Pokémon, was gerade stark trainiert werden muss. Aber jetzt senden wir die ganzen Viecher erstmal an Professor Eich. An Prof schicken. Auch wenn er garantiert ein Traumato mit besserem Wesen drin ist als Benkei jetzt. Ich habe mich entschieden, den ins Team zu nehmen und der bleibt da jetzt auch. Egal wie gut oder schlecht er ist.
Bom. Belohnung. Mentalbonbons. So. Haben wir ja da oben noch ein Traumato? Haben wir nicht. Okay, dann lassen wir uns mal eins hier übrig. Wir schicken die an den Professor und ich hätte die ganzen Vokanos noch mitschicken können. Das können wir eigentlich mal machen. Ja, und send them up. Stärke Bonbons, ja, komm. Bonbonglas, Mentalbonbon. Wir haben keinen Gripsbonbon bekommen, okay. Dann müssen wir wohl ein paar Abras fangen. Würde ich sagen. Zuerst sorgen wir dafür, dass Benkei gegen so ziemlich jeden Spezialangriff immun ist. Weil er ist eh der Einzige, der die Metallbonbons vorbei. Nee, Fisto kriegt die auch zu futtern. Bringen wir den Wert mal auf 100. Zack. Und bei Fisto auch mal. Ja, komm, der ist auf 60. Den pushen wir jetzt mal so ein bisschen, bevor es weitergeht. Und ja. Genau, dann müssen wir Abras fangen oder sowas. Ich weiß nicht, ob es für Drago Stärke-Bonbons gibt oder Grips-Bonbons, wenn wir den fangen. Bei der sowohl physisch als auch speziell gespielt werden kann. Und ich versuche so eine Mischung aus beidem zu finden. Und ja. So. Frisst das Zeug mal, Fisto, zack. Also meine beiden Tanks sollen ja auch ordentlich tanky sein, deswegen die vier Robust-Bonbons, die wir haben, können wir auch noch zu futtern geben. Dann sind sie alle so, wir haben ja noch die. Die gehen alle erst auf Level 30, deswegen habe ich alle auf Level 30 trainiert, damit wir ihnen auch die Plus-Bonbons geben können. Wenn wir jetzt schon mit dem ganzen Bonbon-Waren anfangen. So, Flat-Bonbon ist ja wohl was für Pikachu, Robust-Bonbon. Wie viel kriegst du? So. Stärke-Bonbon erhöht den physischen Angriff. Die könnten wir uns aufheben für Drago. Wenn wir uns jetzt entscheiden, ihn physisch zu spielen. Und ja, je nachdem, was wir da für Bonbons kriegen, Flottbonbons, könnten wir Pikachu geben. Oder aber die vier geben wir jetzt mal kurz Drago. Der hat ja auch eine relativ gesehen hohe Initiative. Also die schaden da auch ganz gar nicht so sehr. So. Dann schaue ich mir mal kurz noch die Wettkampfwerte an hier. Hätte ich alles ausführen machen können. Ich weiß, aber dann kriegt ihr das nicht mit. Da, WP 800, 720, 1200, 822, ja. Also ist es relativ leicht zu erkennen, dass Pikachu dezent overpowered ist. Was wir aber auch machen müssen, wie gesagt, Pikachu hat halt ein negatives Wesen. Das ist halt schon echt. Was zum Ups war das denn für ein Griff? Und da müssen wir schon ziemlich vorsichtig sein. Und wir können halt Pikachu nicht so viel Attackenvielfalt mit reingeben. Wir können ihm zum Beispiel eine sehr wichtige Attacke nicht mit reintun, die ihm halt einen Vorteil gegen Boden-Pokémon verdient hätte. Die ja die einzige Schwäche von Pikachu sind. Ich kann mal gucken, ob Pikachu irgendeine Eisattacke in dem Spiel erlernen kann. Das wäre ja auch, Eis ist auch noch hilfreich gegen Boden. Oder eine Pflanzenattacke, wenn er die erlernen könnte. Da, Generation 8, nicht, was mich interessiert. Da, 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 da,
Sonne und Mond, da, let's go Evoli, let's go Pikachu. Bam, bam, bam. Das wollen wir noch kurz. Genau, und Schwebesturz haben wir schon, aha. Ah, kann Pikachu hier nicht erlernen. Schade, schade. Müssen wir ihm vielleicht doch Pleasure Surfer reintun, auch wenn er nicht so gut ist. Hm. Ah, jetzt habe ich es verraten, wie die Attacke heißt. Oh. Ja, sonst konnte Pikachu immer noch eine Pflanzenattacke lernen. Ja. Bam, 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 bam. Das ist halt wirklich creepy. Oh Gott, ich lese es nicht vor, ich lasse es einfach mal für euch durchgehen. Das ist super creepy und ich will das echt nicht vorlesen. Das ist so creepy. Das ist so verdammt creepy. Boom. Es ist einfach. Es geht schon wieder um Corona. Ich krieg Gehirnkrebs oder sowas. Dieser ganze Corona-Wahnsinn gibt mir so auf den Keks. Ja, das ist ein Virus. Ja, Viren können schlimm sein. Ja? Ja, der Virus ist vielleicht schlimmer als andere, weil es noch keine Heilung gibt. Müssen wir deswegen so ziemlich alles sich um den Coronavirus drehen lassen? Nein. Reicht es, wenn wir endlich mal vernünftige Hygienevorschriften erlassen, die dafür sorgen, dass sowas wie Schulen auch einfach weiter betrieben werden können, weil ich weiß nicht, die Kinder auch sich einigermaßen vernünftig die Hände waschen können, ja? Und was weiß ich, von mir aus lässt die Kinder alle da in Atemschutzmasken antanzen, ja? Aber, es ist so durchgeknallt, was die Leute wegen Corona machen. Ja, das ist ein Virus, ja. Der kann gefährlich sein. Oh, hier. Ja, da seht ihr es. Da ist unser schlafender Vielfraß im Weg. Deswegen müsst ihr nicht alle gleich durchdrehen. Auch bei der Menge an Infizierten, die wir haben, müsst ihr alle nicht gleich durchdrehen. Ihr werdet nicht alle sterben. Das ist nicht die Pest und wir sind nicht mehr im Mittelalter. Wir sind im 21. Jahrhundert und sowohl technologisch als auch biologisch besitzen wir die Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass der Alltag relativ normal weitergehen könnte. Ich meine, wir machen es nicht, offensichtlicherweise, sonst wären die Leute nicht so in Panik. Aber dieses Ganze, wir müssen alles absagen. Ja, Fußballspiele könnt ihr nicht verschieben, aber sowas wie die E3 soll abgesagt werden. Es wurden unglaublich viele Messen abgesagt. TwitchCon wurde... Man sagt die Dinge doch nicht ab. Das verursacht nur Panik. Oh mein Gott, das ist so schlimm. Verschiebt das Ding einfach auf unbestimmte Zeit. Das ist wie eine Absage. Effekt, gesehen, ja. Aber es verursacht nicht annähernd so viel Panik, weil Leute denken, ach so, ja, ist ja nicht so schlimm. Oder die Leute regen sich nicht drüber auf. Dann regen sich nicht so sehr drüber auf. Eine Absage heißt immer, du hast dich auf was gefreut und kannst es nicht machen. Oh, du kriegst dein Geld zurück. Toll. Echt toll, aber... Nein,
dann kannst du irgendwas Tolles nicht erleben. Ja. Ist immer noch mies drauf. Wenn sie sagen, verschieben, ja, musst nur ein bisschen länger warten. Dann ist es, na gut, okay, nicht so schlimm. So funktioniert menschliche Psychologie. Lernt man alles, ich weiß nicht. Muss man nicht mal lernen, muss man eigentlich im gesunden Menschenverstand. Aber egal, ich will nicht drüber reden, ich reg mich nur wieder auf. Ja, macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch, der sieht so creepy aus. Ja, für alte Leute kann der Virus, ich will nicht wieder drüber reden. Aber ich will nichts. Wir müssen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen bekloppt, aber das ist ein Zitat aus Sherlock. Wir müssen nichts weiter tun, als in gesundem Maße vorsichtig zu sein. Und ihr seht schon, gut, dass wir die hier trainiert haben. Ach ja, es war ja nur Geist und Unlicht, was neutral auf Stahl geworden ist in der 6. Gen. Unlicht und Geist ist neutral auf Stahl, aber Psycho nicht. Das war vorher anders und ich fand es vorher auch wesentlich logischer und besser. Aber naja. Na gut, dann kriegt der jetzt halt hier Stress mit Drago. Ich hoffe, dass der hohe Level jetzt wenigstens dafür sorgt, dass er einigermaßen vernünftig mit Glutschaden macht. Aber in die Arena können wir mit ihm immer noch nicht. Und ihr seht, wir können Durchbruch einsetzen. Ist auch effektiv gegen Stahl und macht mehr Schaden. Der Drago jetzt auch der ist, der entwickelt werden muss. Alles klar, sieht so aus, als sollte ich besser noch ein bisschen die Schuhbank drücken. Werde ich Drago jetzt mal nach vorne tun, weil Benkai wird, solange der nicht dem Typ Nachteil ist, ordentlich was machen können. Der hält halt auch schön viel aus, das ist ganz praktisch. Und why the hell ist das kein Doppelkampf? Why? Nazis, Merz. Mein Wasser ist fast aller. Das ist jetzt nicht so, dass wir alle total übertrieben müssen und dass wir jetzt Hygieneduschen einführen müssen und so ein Quatsch. Ja. Das ist kompletter Quatsch. Wie einige Leute auch teilweise reagieren. Ist nicht so reagieren. Das kann nur falsch sein. Ja, es kann doch nur falsch sein. Meine Güte, klärt doch die Leute auf und macht nicht ständig Panik. Ja, es gibt Sondersitzungen zu dem scheiß Virus. Ich will nicht sagen, dass es kein Problem ist. Es ist ein Problem. Es ist ein Problem, das angegangen werden muss, aber nicht so, wie wir es aktuell tun. Weil so wird es nur dafür sorgen. Ja, entweder, es kann sein, dass dadurch die Ansteckungsgefahr erzählt wird, aber weißt du was? Worauf all unsere Informationen basieren? Die basieren auf 2-3 Wochen Coronavirus in Italien. Wisst ihr, wie man normalerweise solche Statistiken zu Viren erstellt? Über Jahre, manchmal sogar über mehrere Jahrzehnte hinweg, über den gesamten Erdball verteilt. Wisst ihr, wie unzuverlässig so eine Statistik sein kann? Oder wie sie ist? Ja, es wird vermutlich so ähnlich ablaufen wie in Italien. Aber das liegt nur daran, dass sie nicht mehr Informationen haben. Ich habe den Controller eigentlich nicht geschüttelt. Aber naja, egal, dann streichen wir erstmal Pikachu. Es ist so durchgeknallt. Sorgt einfach dafür, dass... Ja, es zeigt gravierende Probleme mit unserem Gesundheitssystem auf. Wir haben scheinbar nicht die Kapazitäten. Und in einer Corona-Epidemie... alle mit in Krankenhäusern zu versorgen. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann das denn sein? Wie kann es denn sein, dass wir angeblich, ich weiß es, also ich habe jetzt keine tiefliegenden Recherchen betrieben, aber offensichtlicherweise sagen ja alle, dass unser Gesundheitssystem nicht darauf ausgelegt ist, das auszuhalten. Wenn auf einmal eine Corona-Pandemie ausbricht oder sowas. Oder Epidemie oder was auch immer. Ja.
offensichtlicherweise, wenn das alle sagen, irgendwas wird da wohl dran sein, sonst wird es ja keiner sagen. Ja? Also... keine Ahnung, ob das wirklich komplett überfordert werden wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja? Ich habe echt keine Ahnung. Ich kann mich mit sowas echt überhaupt nicht aus. Aber das ist jetzt... ist jetzt nur meine unwissenschaftliche Meinung. Wenn das ein Problem ist und wir wissen, dass das ein Problem wird und wir das schon seit einer Weile wissen, warum macht man dann nichts dagegen? Seid ihr alle dumm? Ich meine, ihr wusstet ja offensichtlicherweise schon länger, dass es ein Problem ist, sonst könntet ihr jetzt nicht diese tollen Statistiken rauszaubern, wo das bewiesen wird, dass das ein Problem ist. Ja, also, warum hat man da nichts dagegen unternommen? Weil keine akute Gefahr bestand oder was, wie bei der NPD. Die wurde nicht verboten, weil sie politisch unrelevant ist. Aber sie verstößt gegen die Verfassung. Ich komme mir vor, als würde ich in einer Welt voller Lachsäufer leben. Als ob die Leute alle so dumm sind zum Nachdenken. Es ist einfach... mir fehlen die Worte. Ich muss doch langsam überlegen, was ich zum Mittagessen esse. Fährt man da auf. Blitzer! Eine Weiterentwicklung von Evoli. Die sind auch cool, die Evolutionen. Und an dieser Stelle Spoilerwarnung für das Pokémon Sosiva LP. Weil sie nicht gespoilert werden wollt, dann bleibt kurz weg. Ich werde eine Evolution voraussichtlich bisher nach aktuellem Stand mit ins Team nehmen. Ich bin so froh, dass der Nadelrakete einsetzt. Das ist wirklich nicht unbedingt eine Attacke, die gefährlich ist auf mich. Das Team ist so ein Chaos, ich sag's euch, also... eine Kapsel X-Tempo. Ja. Dieser Kampf wird zeigen, ob mir das Glück hold ist oder nicht. Ja. Also, nochmal um auf diesen ganzen... ich nenne jetzt einfach mal Corona-Wahnsinn, denn was anderes ist es nicht. Und ja, der hat K.O.-Attacken im Team, wie ziemlich alle Glücksspieler in diesem Spiel. Werde ich das Level 35er Rion mit einer K.O.-Attacke schnell besiegen können? Ich hoffe, Fisto kriegt das hin. Denn weil man ja gerade gepusht so ein bisschen so. Was wollte ich sagen? Genau. Dieser Corona-Wahnsinn muss aufhören. Ja. K.O. Treffer. Mit Hornbohrer. Ich setze jetzt Pikachu ein, einfach weil der wirklich am ersten den ausschalten wird jetzt. Schwebesturz. Das ist nicht sehr effektiv. Hä? Jon ist doch Monoboden, oder bin ich jetzt dumm? Jon ist doch Monoboden. Nein, Bodengestein. Lel. Lol, der ist Bodengestein. Dann hätte ich ja Dragon gar nicht auswechseln müssen. Okay, dann kommt Lotus Casino rein. Der ist Monoboden. Der ist nicht Monoboden. Lel. Wieso ist der nicht Monoboden? Es macht absolut keinen Sinn, dass der Gestein ist. Nice, nächste K.O.-Attacke. Also dafür, dass das Ding eine 30% Trefferwahrscheinlichkeit hat und es mich jetzt schon mit 50% Treffern getroffen hat. Nice.
Und der hat so viel physische Werte. Ich versuch mal. Dann macht konstant 40 KP Schaden. Oh ja, es macht mehr. Keine Attacke mehr übrig. Verzweifler benutzt der jetzt. Und geht sich selbst mit dem Rückstoß. Ja gut. Das war jetzt so nicht geplant, aber... Okay. Guck mal, das Glück ihn heute verlassen. Okay. Ja, wir müssen kurz ins Pokémon Center. Im nächsten Part. Oh, ein Feuerstein haben wir bekommen. Nice. Da kämpfen wir noch gegen den. Ja. Ich finde einfach, als Regierung generell, du kannst doch nicht. Ich weiß, es ist nur mein Eindruck und so wie Leute sich im Internet benehmen. Alle reden nur noch darüber. Das muss aufhören. Es ist nervig. Es hilft nichts. Es verursacht mehr Probleme, als es löst. Der hat auch eine K.O.-Attacke da drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich gebe Lotus Casino jetzt mal eine Chance. Ja, aber ich warte da nicht zu viel. Hornbohrer, der kann auch Hornbohrer. Tschüss, Lotus Casino. Jetzt gleich schon wieder ins Pokémon Center. Ihr müsst endlich aufhören, das so zu verbreiten. Ich rede jetzt einmal drüber und danach nie wieder. Punkt. Ja, klärt die Leute drüber auf. Sorgt endlich für vernünftige Hygiene, wenn wir tatsächlich Probleme haben, obwohl wir jetzt das beste Gesundheitssystem auf dem Planeten haben, ja? Dann geht diese Probleme endlich an. Wozu gibt es euch... Sorry, aber das ist die Aufgabe der Regierung. Genau das ist die Aufgabe der Regierung. Ja? Genau das. Das ist die Aufgabe, deswegen gibt es die. Nee, ich meine nicht nur deswegen, aber unter anderem gibt es sie genau deswegen. Also macht was. Und nicht Panik verbreiten. Also hört auf mit dem, was ihr jetzt macht. Klärt auf. Vor allem, wichtig, klärt die Leute über Hygiene auf. Nicht, dass wir in Deutschland ein Hygieneproblem hätten. Und sorgt endlich dafür, dass man in Schulen vernünftige Möglichkeiten und auch Universitäten und alle öffentlichen Einrichtungen, generell ist ein Problem, dass sich in Deutschland alle öffentlichen Einrichtungen, habt endlich warm Wasser in öffentlichen Einrichtungen. Verankert das endlich als fucking Gesetz. Bitte. Ja? Ich bin mir ziemlich sicher, das verursacht mehr Krankheitsprobleme, dieser ganze Schmarrn, als so ziemlich alles andere. Danke. Wollte ich jetzt stellen nur nochmal sagen. Und jetzt mal, wenn ich meine Hände benutze, um irgendeinen Punkt klar zu machen, regiert der scheiß Pokéball Plus da drauf. Und Pikachu fängt an mit mir zu spielen. Ja, also... Und Leute, hört auf, Hamsterkäufe zu machen und Panik zu machen. Ja, schaut euch einfach Pikachu an. Und werdet glücklicher. Und vergesst mal für einen Moment den ganzen Schwachsinn aus dem Alltag. Wir werden schon nicht zusammenbrechen. Ja, vielleicht wird es weniger Kokosnüsse geben. In den Läden. Vielleicht gibt es weniger exotisches Gemüse, weil wir nicht so viel importieren können. Ist aber nicht so schlimm. Dann gibt es halt für einen Tag mal nicht so viel, keine Ahnung, Gemüse aus Chile oder so ein Blödsinn. Nicht, dass in Südamerika der Virus zum Glück angekommen wäre. Da wäre es tatsächlich, glaube ich, ein schlimmes Problem, weil die nicht so gute Gesundheitssystem haben. Egal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich höre jetzt eigentlich auf, über Corona und die Scheiße zu reden. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Und tschüss.